Hi! Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Dark Souls 2. Irgendwo in einem, nee, in dem ersten DLC bin ich in der Höhle des Unvollkommenen und ich glaube, ich bin noch auf der Suche nach dem Schlüssel. Nee, den habe ich, glaube ich, reingesteckt. Wir gehen mal hier, ich gucke mir das nochmal an jetzt. Ich muss ganz kurz mal mich umschauen und schauen, wo ich überhaupt hin muss und was hier der. Was habe ich denn hier für ein Schwert eigentlich? Drakenblut-Großschwert. Okay. Na gut. Ich glaube, ich musste irgendwo da vorne lang. Da, das Ding ist hochgefahren. Kann ich da hoch jetzt? Dieses langsame Spiel. Nee, nicht beißen. Okay, alles gut, nichts passiert. Es sieht so aus, als hätte ich den Schlüssel hier schon aktiviert. Ja, und damit ist das Zeug hier hochgefahren. Und dann geht's da oben lang. Dann schauen wir doch mal, was mich da oben nochmal erwartet. Ich hab's nämlich gerade gar nicht mehr auf dem Kopf. Auf dem Kopf. im Kopf, natürlich. Es ist aber auch mies. Ich hab mir ein bisschen viel aufgeladen, einfach von der Anzahl der Spiele her. Das ist jetzt Dark Souls 2. Dann habe ich noch Dark Souls 1 am Laufen. Dann gibt's auch bald wieder noch mal ein bisschen Elden Ring. War ich überhaupt schon hier hochgelaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Schauen wir mal. Armored Core. Lurk, Enno, alles klar. Wo war ich hier schon? Habe ich mich hier schon umgeguckt? Ich glaube ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Weiß zwar nicht mehr genau, wo es hingeht. Aber hier war wilder Unfug. Ah, ich erinnere mich. Ich bin. Ah, ja. In der letzten Folge bin ich ganz blöd da vorne runtergefallen. Weil ich cool sein wollte. Und hier oben drauf. Oh, ist das bescheuert. Oh, nee. Ach, nee. Oh, Mann. Nicht, was auch immer du tust. Tu es nicht. Okay, passt. Gut. Ach Gott. Dark Souls 2. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Es ist genau die gleiche Stelle gewesen. Nur hat mich diesmal einer abgemurkst und ich bin nicht runtergefallen. Nun denn.
Ist das hier wirklich der Boss Run? Nee, hier wird's doch wohl irgendwo noch ein Leuchtfeuer geben, oder? Ich werde doch hier nicht den ganzen Weg darunter droppen müssen, um zum Boss zu kommen. Ey, ach, Dark Souls 2. Ach, wie lange er an diesem Heiltrank nuckelt, ey. Ah, wie lange er an diesem Heiltrank nuckelt. Ich weiß auch nicht, ob das das Klügste ist, hier mit diesem Schwert drauf zu hauen. Vielleicht nehme ich mir doch das andere lieber. Ich habe nämlich ein dickeres Schwert noch. In der Hose. Woran hält er überhaupt dieses... Na, so richtig angezogen hat er es ja nicht, das Schild. Den Schild. Den Schild. Leute, warum sage ich immer das Schild? Ich laufe hier nicht mit einem Straßenschild durch die Gegend. Aber cool aussehen tue ich ja. So, jetzt nochmal. Gut. Kann ich hier eigentlich irgendwo drauffallen, dass ich keinen Fallschaden krieg? Nee, ne? Ja, hier war eh nix, gell? Da war eh nix. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Das ist ein plus 5. Hier ist halt die Hellebarde des alten Ritters mit plus 10. Die hatte mir eigentlich sehr, sehr gute Dienste geleistet. Ich probier's mal mit dem Ding. Ja, einfach draufhalten. Hier noch so seltsame Sachen, ne? Da habe ich noch gar nicht reingeguckt, was hier geht. Gar nichts. Guck mal, jetzt ist da was rausgefallen. Zwei von denen. Hallo, hüpf. Nee, jetzt sind sie weg, verdammt. Ich bin auf jeden Fall zu schwer. Immer noch? Okay, dann muss ich unter 70% kommen. Wait. Also 70,3. Ja, immerhin.
Ich muss auf jeden Fall. Hexereiurne. Ah, hi. Nee, 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 nee. Na, ach. Eigentlich habe ich keine Lust, diese Leute zu bekämpfen. Eigentlich habe ich keine Lust dazu. Mit der Hellebarde geht's. Da sind sie nach dem zweiten Schlag zumindest mal kurz gestaggert. Was wäre denn das? Ich weiß immer noch nicht, was das deutsche Wort dafür wäre. Also. Aus der Haltung geschlagen. Irgendwie sowas. So richtig wohlfühlen tue ich mich hier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so vom Level her und wie ich mich bewege und alles auch, ne? Aber das ist halt Dark Souls 2. Fühlt sich alles super träge und langsam an und dann braucht man ewig zum Trinken und so. Krieg hier überall Schaden, wenn ich runterfall, auch super nervig. Also irgendwie würde ich es gerne vermeiden, an diesem Typen vorbeizulaufen hier. Und trotzdem irgendwie Fortschritt zu machen. Aber ich glaube, das wird schwer. Ich glaube, ich muss mich mit dem anlegen, ha? Ich kann hier nicht vorbei. Du kriegst mich gleich mit, ne? Ja. Na, das war okay. Das war absolut okay jetzt. So, es wäre natürlich cool, wenn ich den jetzt von hinten, aber ich kann mich ja auch nicht anschleichen an den. Leider. Hilft ja auch nichts, wenn ich langsam laufe, ne? Der dreht sich um und snackt mich. Okay, gut gelaufen. Das ist gut gelaufen. Nun, weiter runter, würde ich sagen.
Gammelbach doch bestimmt der nächste. Ja, guck an, da ist er. Der nächste hinter der nächsten Ecke, wollte ich sagen. Hellebarde ist in Gefahr. Na, das ging schnell. Scheiße. Er macht schon keinen Schaden mehr. Doch. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich muss mal ganz kurz weg, Kumpel. Kommt er mir hinterhergerannt? Ah, irgendwas, irgendwas, irgendwas. Boah. Gut. Nun, die Hellebarde ist sehr schnell kaputt gegangen. Aber hier muss es doch auf halber Höhe irgendwo so ein Feuerchen geben. Hier sterbe ich, wenn ich runterfall. Da unten steht wieder einer. Hinter der Ecke. Wenn ich hier hinter runterlaufe. Erwartet er mich dort? Okay, dann mache ich das jetzt nicht. Sondern geh mal hier runter und schau, was mich hier erwartet. Okay. Es könnte halt sein, dass da, wo der stand, tatsächlich ein Leuchtfeuer ist, ne? Drachenrast. Leuchtfeuer. Nee. Schade. So ein Mist. Nun. Na gut. In dem Fall bleibt mir nichts anderes übrig, als mal Hallo zu sagen. Schauen wir mal. Was habe ich denn für eine Waffe? Ich habe noch die andere. Moment. Das ist plus 5. Drachenblut, Großschwert plus 5. Großschwert plus 7. Hiermit kann ich zumindest den Schild noch richtig benutzen, ne? Da könnte ich auch eine fettere Rüstung anziehen, glaube ich. Da müsste ja das hier wieder funktionieren und diese Handschuhe. Und dann kann ich sogar noch ein bisschen was Größeres anziehen. Lol, die sind allen Werten schlechter als die, okay. Ah, die habe ich auf plus 7, ja klar. Die ist plus 8 und der plus 7. Ja, dann sagen wir doch mal Hallo. Was bist du und warum singst du? Den Sumpf nicht verdient? Ich will gar nicht in irgendeinen Sumpf. Untergangskönigin Elana. Was kannst du, was tust du? Aua. Okay, auf jeden Fall AOE-Magiezeug. Gut. Okay, so ein paar Brutzler und hier jetzt irgendwas anderes. Ein paar Skelettos. Ah, nee, 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 oh Gott. Wartet, wartet mal, Skelettos. Okay, die sind One-Hit, das ist gut. Oh, alter Schwede. Junge, Junge.
Jetzt haben wir hier einen Ritter mit einer Riesenkeule. Oh, den kenne ich. Muss aber nicht sein. Ah, geh weg. Oh, shit. Ah, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Das wäre jetzt ja auch zu schön gewesen, die First Try zu machen, ne? Ah ja. Der ist flink unterwegs, der dicke Ritter. Ich habe ihn auch nicht mal angegriffen, um rauszufinden, ob der vielleicht auch One-Hit ist, aber ich denke fast nicht, ne? War auf jeden Fall ein recht stabiler erster Versuch. Lass mal gut sein. Ja, aber so wie das in solchen Spielen halt ist, ne? Der erste Versuch, der ist immer häufig. Der ist nicht immer, aber häufig gut. Und dann geht die Qual los, weil man es nicht mehr reproduzieren kann. Eigentlich wäre so ein näheres Leuchtfeuerchen schon nett. Da gibt's bestimmt irgendwo eins. Ich muss mal gucken, ob ich bei den Soldaten jetzt mit dem Schwert hier ein bisschen besser ankomme. Ah, und ich kann noch eine Sache tun. Wegen des Bindens. Was tust du nochmal? Begrenzt den Trefferabzug als Höhle. Achso, das ist das. Ja, den brauche ich natürlich. Ring der Riesen erhöht die Balance. Das kann ich vielleicht austauschen. Vorerst mal gegen den Katzenring. Weil dann kriege ich hier vielleicht weniger Fallschaden. Wenn ich hier durchlaufe. Ah, hier schon mal keinen Fallschaden bekommen. Ja, auch nicht. Das ist gut. Das ist gut. So, Kumpel. Hier saufen musste, war natürlich nicht das Optimale. Kein Fallschaden. Das ist wirklich gut. Wie war denn der Weg hier nochmal? Ich muss an ihm irgendwie vorbei. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal probieren. Ob ich mir den vielleicht... Die beiden vielleicht sogar sparen kann, wenn ich mir den Weg einfach gut merke mit dem Katzenring. Dann geht das nämlich ganz zügig hier eigentlich voran. Ja, kann man glaube ich so machen. So, und den Schild brauche ich jetzt natürlich nicht. Haust du mich gleich? Ah, das gefällt dir nicht, wenn ich so nah dran bin, ne?
Okay. Ja, Skelettos. Oh. Nee. Nee. Oh, Schweinerei. Schweinerei. Aber gut, also den Weg, den kann ich... Mit dem Katzenring kann ich den Weg einfach durchlaufen. Das ist schon mal gut. Das tun wir jetzt auch. Dann ist es nicht ganz so weit, aber... Ah, es ist schon ein Stück, ne? Wäre es von oben vielleicht besser? Ich kann ja auch von oben hier rein. Dann muss ich mich nicht mit diesen Monstern hier rumschlagen. Und Angst haben, dass die mich mal aus Versehen treffen. Also, die machen das natürlich mit voller Absicht. Da ist nichts aus Versehen. Müsste ich mir mal ganz kurz den Weg von oben nochmal anschauen. Ich finde mich eigentlich auch ganz fesch, ne? Gucken wir das mal kurz an, wie das hier von oben nochmal aussieht. Wo ich da rauskomme. Ach ja, langsames Dark Souls 2. Vor allem hat das Spiel, glaube ich, 3 DLCs. 3 DLCs, das ist schon ein bisschen was. Also, das ist richtig fetter Content. Wovon mir noch das meiste fehlt. So. Ja, guck mal. Ich glaube, das ist besser. Das ist doch viel besser. Was kann ich hier verbrennen? Asketenleuchtfeuer. Um nahe Feinde zu stärken. Schwächt die Verbindung zu anderen Welten, wenn ihr es in einem Leuchtkörper und verhindert so Invasionen. Die meisten Kooperationen. Okay. Ja, gut. Also. Mit Katzenring von hier aus sollte ich recht zügig zum Boss kommen können. Denke ich. Ich darf nicht menschlich werden. Es gibt einen Boss, da brauche ich... Bei jedem Versuch brauche ich ein Menschenabbild. Anscheinend. Ich weiß nicht, welcher das ist. Ich weiß nicht, wo er zu finden ist. Oder sonstige Infos. Fehlen mir alle, aber... Jawohl, passt. Dann ist der nämlich gleich wieder oben. Ich hoffe einfach, ich mache sie jetzt. Weil sie scheint nicht sonderlich schwer zu sein. Es ist ein bisschen nervig. Die Ads, die da kommen, die Skelettos. Die Skelettos mache ich, glaube ich, weg. Bei dem Großen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den wegmachen will. Eine sehr leckere Johannisbeerschorle. Und die Schwerkraft hat wieder zugeschlagen.
Ja. Nicht mal Fahrstuhlmusik gibt's hier, ne? Nicht mal Fahrstuhlmusik. Hatte ich hier überhaupt Loot? Nee, ne? So, hier muss ich ein bisschen rechts fallen. So, eigentlich denke ich, ich kann an ihm vorbeilaufen. Und auch an ihm einfach vorbei. Ah, nicht in den Weg rein, bitte. Hier gibt es 100 Pro, gibt es doch hier irgendwo ein Leuchtfeuerlü. Okay, da explodieren wir einmal. Ey, so nah war ich doch jetzt aber nicht dran. Dass das hat passieren müssen, oder? Komm, Skeletto, zack. Du gleich weg. Ein weniger. Ey! Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Anvisieren. Na, verfluchte. Alles okay. Am besten ist es wirklich, wenn man sich in diesem Spiel einfach nicht treffen lässt. So, das Saufen dauert so lange. Tod durch Suff. Ist hier auch immer ein Thema in dem Spiel. Tod durch Schwerkraft und Tod durch Suff. Wie war das noch? Na, ach nee, ich muss weiter nach rechts fallen, Mann! Ich glaube, ich gucke mich doch mal kurz nach einem näheren Leuchtfeuer um. Der Weg ist schon ätzend. Der Weg ist schon ein bisschen ätzend. Ich frage mich die ganze Zeit, warum. Also, das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, sondern es ist mir gerade eben nur wieder. Lol. Ich bin schneller gestorben, als der Aufzug oben ist. Nee, er fährt runter. Fuck. Okay. Ich frage mich, warum YouTube mir meine eigenen Videos vorschlägt. Vielleicht bin ich auch mit einem anderen Account angemeldet. Das kann natürlich sein, dass es das deswegen tut. Diese Aufzugfahrerei, ne? Oh.
schnell an ihm vorbeiflitzen. Und hier konnte ich ja relativ gerade, genau. So, dann flitzen wir hinter ihm vorbei. Kann ich eigentlich hier lang laufen? Warum soll ich mich da in Gefahr begeben und von ihm eventuell getroffen werden? Kann ich mal, soll ich mal gucken, was hier unten ist? Kann ich da runter? Da stand einer hinter so einer Tür, ne? Lauf da jetzt einfach dran vorbei. Da steht nämlich noch einer. So, gibt's hier irgendwas? Ich glaube, hier ist nix. Jungs, Jungs! Nee, hier ist tatsächlich gar nichts. Hier ist einfach gar nichts. Das ist der Weg. Woanders geht's nicht lang, hätte ich gesagt. Blöd. Muss ich tatsächlich Aufzug fahren? Jedes Mal, wenn ich hier rein will. Sie macht aber auch wirklich alles, was irgendwie nicht cool ist an dem Boss, ne? AOE, Magie, Ads. Einfach mal mit einer riesigen Keule zuhauen. Verdammte Kacke, ey. Wieso kommt jetzt der zuerst? Okay, das ist random, welche. So, jetzt muss ich auf sie aufpassen. Oh, der braucht mir viel zu viel. Der braucht mir viel zu viele Schläge. Das macht hier, das ist Quatsch. Aber ich muss ihn eigentlich, ne? Er macht sonst zu viel. Oha! Oha! Oh, ist das eine... Oh. Da kann man nicht mehr drüber lachen oder so, ne? Das macht auch überhaupt keinen Spaß, dieser Boss. Da ist nichts zum Lachen dran. Das ist reine Quälerei. Dann muss ich Glück haben, dass sie die Skelettos spawnt und sie dann schnell platt machen, glaube ich. Ich denke, das wird der einzige Weg sein. Ah.
bin gerade schwer am Überlegen, ob mir irgendwas anderes einfällt, was mir helfen würde. So, lasse ich jetzt ein Skeletto am Leben und hoffe, dass sie deswegen den anderen nicht spawnt? Aua! Ach, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich dich am Leben lasse, Skeletto. Oh, ich bin reingelaufen. Shit. Das ist gut. Das ist erstmal sehr, sehr gut. Das Skeletto hat was gedroppt, okay. Nein, hau sie, hau sie, hau sie! Nein! Oh, ich war zu gierig. Ich hab nicht mitgedacht, Mann, nein! Ah, ein Hit wär's noch gewesen. Ah, sie hat nur Skelettos gespawnt. Ah, ärgerlich. Uff, 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 uff. Oh, wie gierig ich war. Autsch. Damasch, Damasch. Drei Bosse gibt's hier, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das der erste, dem ich begegne? Ich glaube ja. Das ist der erste Boss, dem ich hier begegne. Sie geht, sie geht, sie geht. Also sobald man, solange sie nicht den Dicken spawnt. Der Dicke, der macht mir ein bisschen zu schaffen. Vor dem habe ich ein bisschen Schiss. Aber ansonsten geht das alles klar.
Nein! Ach, jedes von diesen Dingern mich stunnen muss. Ah, es ist der Dicke. Shit. Es ist der Dicke, der muss bezwungen werden, glaube ich. Sonst wird das hier gar nichts. Ja, und dann explodiere ich einfach unter ihren Füßen, ne? Unter seinen Füßen. Ja, dann drückt man auf Saufen und genau in dem Moment erscheint das Explosionsding hinter einem. Tot du durch. Du bist so eine Kackbratze! Was kannst du eigentlich? Alter, Paul! Paul! Hallo erstmal. Ich würde sagen, man sagt erstmal Hallo, bevor man bei jemandem in den Stream reinscheißt. Grüß dich. Beste Begrüßung. reinscheißen. So wie der Affe in Sekiro, der mit seiner Kacke wirft. Sag mal, Paul, hast du denn dieses DLC, diesen DLC gespielt? Das ist wie mit dem Schild. Der Schild, der DLC. Das ist nämlich der Content. Der Inhalt. Müsste es eigentlich... Was heißt ein DLC eigentlich auf Deutsch? Herunterladbarer Inhalt. Herunterladbar. HLI. Das war ein sehr guter Start für mich. Einfach mal die Hälfte der HP, bevor der erste Spawn kommt. Und der erste Spawn sind ein paar Skelettos, auch easy. Nee, 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 nee. Boah, knapp. Einfach mal einen reinsaufen. Aus Sicherheitsgründen. Der Sicherheitssuff ist so ähnlich wie das Sicherheitsbier. Nee, nee. Genau das ist so ne... Was zum... Ach, nee. Ach, Dark Souls 2, ey. Oh. Keine Ahnung, was mir jetzt da so viel Schaden gemacht hat. In Dark Souls 2 muss man eigentlich ständig... Miko, grüß dich. Auf Full HP sein irgendwie. Sonst killt dich einfach alles. Wie gefällt euch der Aufzug? Hauptcontent heute. Am Fluchen? Nee, das war doch jetzt kein... Das war doch kein Fluchen jetzt. Außerdem war das das erste Mal, dass ich, glaube ich, ein bisschen lauter geworden bin. Ansonsten war heute schon alles okay. Ich meine, ich nehme jetzt seit 50 Minuten Dark Souls 2 auf.
Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass ich da runterfall. Miko, du, keine Angst, das ist auch ohne dich passiert. Dass ich da einfach geradeaus runterlaufe. Wie gefällt euch der Aufzug? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist das ein schöner Aufzug? Ich finde, es fehlt ein bisschen Musik. Das ist ein geiler Aufzugssimulator heute. Schnell ist er? Findest du? Er ist halt kurz. Aber nicht schnell. Durchaus möglich, dass es langsamere Aufzüge in Dark Souls 2 gibt. Ja, guck mal, da kommt die Bestätigung. Ich weiß nicht welcher. Aber ja. Dark Souls 2, da ist alles ein bisschen langsamer. Der Spiegelboss. Oh, das ist lange her. Nein! Nein! Den Spiegelboss, den habe ich, glaube ich, recht zügig besiegt gehabt. Ach, nicht unbedingt. Ey, ganz ehrlich, Miku, der Chat kann niemals schuld sein. Weil ihr habt ja nicht entschieden, dass ich streame. Das war immer noch ich. Und wenn dann das Chat nebenher läuft, bin ich doch selber schuld, würde ich sagen. Da muss ich wissen, wann ich reingucke und wann nicht. Heute auf YouTube, wenn ihr das hier seht, ich werde vom Chat gefangen gehalten und zum Streamen gezwungen. Bitte helft mir. Holt mich hier raus. Schön zu hören, ja, natürlich. Oh, das war knapp. So, vielleicht komme ich jetzt endlich mal zu einem ordentlichen Versuch da unten, ohne dass ich jetzt hier wieder irgendwo daneben laufe. So, 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 so. Let's go. So, bitte nicht den Dicken spawnen, gute Hexenlady. Und bitte, bitte mach irgendwas Cooles am Anfang. Am besten gar keine Spawns holen, das wäre cool. Ach, ja, ach so, stimmt. Ah, das habe ich ganz vergessen. In Dark Souls macht ja Staub Schaden. Ich muss sofort wieder saufen, ne? Das ist sonst zu risky hier. Ah, das hat sie gemacht. Okay, ich dachte, du spawnst was rein. Aber das ist okay für mich. Jetzt spawnst du was rein. Ah, kritisch. Da war ich ein bisschen gierig. Nee. Ach, manchmal muss man sofort ausweichen, wenn sie irgendwas macht, wenn man trinkt.
Weil manchmal macht sie diese Flammenexplosion. Und manchmal... Skeletto! Und manchmal spawnt sie sich dann neben dich. Und klatscht dir eine. Ja, nicht Skelettos, bitte nicht. Skelettos, bitte nicht. So, schnell saufen. Ah, schnell weg. Genau, Flammenexplosion. Nein, Skeletto! Hör auf, mir hinterher zu laufen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, ein Skeletto ist weg. Was passiert? Ah, sie prügelt. Das ist okay. Zweites Skeletto ist weg. So, Skeletto Nummer 3 lassen wir, glaube ich, einfach mal am Leben. Und dann spawnt sie hoffentlich keine anderen rein. Okay, vielleicht... Oh, vielleicht lasse ich dich doch nicht am Leben. Skeletto Nummer 3. Nee, 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 nee! Oh, fuck! Ah! Mann, man hat auch keine Chance, dann da abzuhauen. Das war ein Fluch. Das war tatsächlich jetzt... Jetzt habe ich geflucht. Absolut. Und war laut. Entschuldigung. Wollte nicht so laut sein. Ah, ist das ärgerlich. Ah, ja, 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 ja. Hat eigentlich dieses Schwert irgendwelche Boni? Ja, A auf Geschicklichkeit, ne? Wie viel Geschicklichkeit habe ich denn überhaupt? Total verrückt. Dark Souls 2 ist das einzige Spiel, in dem ich, glaube ich, ein Dex-Build gemacht habe. Glaube ich, hatte er auch in Dark Souls 3. Ja, da war auch Stärke. Dark Souls 1 Stärke, Dark Souls 3 Stärke, Elden Ring Stärke. Und jedes Mal wieder dieser Weg. Mit diesem Gesang im Hintergrund von dieser Lady. So. Doch, doch, da sind Gegner. Aber an denen renne ich geschickt vorbei. Die rennen mir auch den halben Weg hinterher. Ich habe meine Erfahrungen damit schon gesammelt. Ach, dass ich da nicht ausweichen... No! Ich habe natürlich auf Trinken gedrückt. Einfach, ich muss mich voll machen. Das hat hier sonst keinen Wert. Das ist, genau, das hätte mich jetzt nämlich getötet, wenn ich nicht voll gewesen wäre. Skeletto! Ah, yes! Sir, now! Ach Mann! Der Rauch des Feuers macht mir Schaden. Nein, jetzt sterbe ich. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alle getötet? Nee, ja, nicht alle. Ich kann ja mal kurz... Es sind so vereinzelt, stehen so welche rum. So ziemlich starke Ritter tatsächlich. Die rennen einem auch gut hinterher und sehen recht stabil aus. Keine Ahnung, was die da machen, ehrlich gesagt.
Passt überhaupt nicht zum Rest der Umgebung. Da unten sind irgendwelche solche komischen Krötenwesen mit Riesenmäulern. Dann sind zwischendurch mal irgendwelche giftigen Skelettos. Überall Skelettos und noch mehr Skelettos. Und hier auf dem Weg stehen die Ritter von der Tafelrunde. Die sind da wahrscheinlich rein und haben den Weg nicht mehr rausgefunden. Wollten, glaube ich, woanders hin. Nach Schottland vielleicht oder so. Haben sich hierher verlaufen. Das war wild. Kein Schaden. Nice. Hier, da ist einer drin. Der kommt mir auch sofort hinterher. Witzigerweise, ja, man sieht sie überhaupt nicht, wenn ich hier den Weg laufe, ne? Hier steht auch links einer hinter der Ecke. Hier. Dann steht hier unter mir einer. Dann ist hier links ist irgendwo noch einer. Ah, da sind schon ein paar. Und die sind ziemlich mächtig, aber wenn man den Weg hier läuft, dann begegnet man keinem. 3 Stück habe ich, glaube ich, getötet. Die geben recht viele Seelen. 1000 irgendwas. 1400 waren es, glaube ich. Hör jetzt auf zu singen. Ach komm, da stand ich doch nicht drin. Ey, du, dieses... Was cool wäre, wenn zumindest die Skelettos auch von ihren AOEs gekillt werden würden, aber... Nope. Keine Ausdauer! Nein, nicht sterben, nicht sterben! Oh, nicht nochmal, nein! Okay, alles gut! Skeletto ist tot, das ist sehr gut. Und jetzt, bitte Lady, spawnen Sie nichts Neues. Außer Skelettos. Mit Skelettos bin ich einverstanden. Andere Dinge brauchen wir nicht. Ja, Skelettos. Sehr gut. So, jetzt muss ich einmal nur mir vor diesen Dingern hier Acht nehmen. Ja, einmal okay. Einmal getroffen. Also bin ich fein mit. Oh, nein, 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 ich bin tot. Spawned random, währenddem man auf Trinken drückt, spawned random der Scheiß vor einem. Ich war schon in der Trinken-Animation drin und dann spawnt sie das Ding vor einem, wo man dann nicht mehr weg kann, ne? Und das einem einfach 3/4 Leben nimmt. Ach. Oh nee, Aufzug! Also manchmal ist er buggy, dann fährt er vor mir weg. Auch schon ab und zu passiert. Aber macht nichts, weil dann kann man sich nur noch ein bisschen länger diesen wunderschönen Aufzug anschauen. Mit den Nonnen. Und Nonnen. Da sind rechts, hier sind noch ein paar Nonnen. Achtsamkeitsübungen. Was wäre denn eine Achtsamkeitsübung? Da sind noch ein paar Nonnen. Hier sind auch noch ein paar Nonnen. Da waren ein paar Nonnen. Habt ihr schon die Nonnen gesehen hier? Die sehen schön aus, nicht?
Butter Chicken. Sagt mir jetzt gar nichts im ersten Moment. Ist das ein in Butter eingeriebenes Hühnchen? Lebend? Und was macht man dann damit? Man flutscht sicher gut. Indisches Huhngericht, okay. Ich muss gerade an ein in Butter eingeriebenes Hühnchen denken, das über den Hof rennt, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Vielleicht ist es aus Versehen in die Butter gefallen. In so sehr weiche Butter. Und dann hat man ein Butter Chicken. Was man dann damit macht? Tja, weiß man nicht. Dran lecken. Warum soll ich auf ewig verrotten? Kannst du mir das erklären? Gibt's da einen Grund für? Warum bist du so... Ach, dass da auch jedes trifft, ne? Ab, dummes Skelett. Nein, ach, das ist so dumm, dass man auch nicht ausweichen kann dem Scheiß. Dass es einfach eine unfassbare Reichweite hat. Nee, ach. Dieser Boss ist so random, ne? Man kann sich hier auf nichts vorbereiten. Das ist einfach, ich glaube, das ist einfach lucky. Hey, Thorsten, grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ich glaube, bei dem Boss muss man einfach ein bisschen lucky sein, tatsächlich. Nicht nur, der kann ja noch was anderes. Der kann ja nicht nur die Skelette spawnen, sondern der kann auch diesen riesen Glockenritter spawnen, der mit der Glocke auf einen draufknallt. Dann ist es sowieso. Dann ist Hopfen und Malz verloren. Dann ist vorbei. Solange die gute Dame nicht diesen Glockenritter spawnt, ist alles, alles gut. Aber der glockenläutende Knallkopf, der schallert mir eine. Und danach explodiert alles um ihn rum und er kriegt keinen Schaden dadurch. Es ist sehr, sehr fragwürdiges Boss-Design hier an der Stelle. Wie geht's euch, Leute? Wie geht's euch, die, die ihr da im Chat seid?
Genießt glücklich deinen Feierabend. Das ist sehr schön. Ey, wie der Rauch von dem Feuer mir halt Damage macht, ne? Das ist so komisch in dem Spiel. Solange meine Kamerasicht den Rauch nicht berührt. Nur noch morgen, dann langes Wochenende, geil. Ah ja. Schon wieder ein Format mit einer Folge, in der ich nichts anderes mache, als immer wieder das Gleiche. Das ist jetzt schon sehr häufig passiert. Da braucht sich niemand wundern, wenn ich langsam wahnsinnig werde. Aber danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. YouTube, haut rein. Tschüss.